Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lasst euer Licht scheinen und aktiviert alle. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 11. März 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben uns für die Entwicklung eures Bewusstseins als Kollektiv interessiert, weil wir an der Entwicklung unseres Bewusstseins interessiert sind. Für uns ist der Prozess ziemlich einfach. Es gibt nichts, was die Entwicklung unseres Bewusstseins behindern könnte. Nichts und niemand kann uns aufhalten, nicht einmal wir selbst. Wir erleben es einfach, und zwar von Augenblick zu Augenblick. Ihr hingegen habt so viel zu bedenken, so viel, das euch beunruhigt, und es gibt Hindernisse für die Entwicklung eures Bewusstseins wegen derer, die davon profitieren, dass sie euch ängstigen, gespalten und klein und entmachtet halten. Und so ist euer Weg für Wesen wie uns, die es so leicht haben, faszinierend. Auch wir profitieren von der Entwicklung eures Bewusstseins, da wir miteinander verbunden sind. Wir sind alle in diesem Universum miteinander verbunden und wir sind uns dieser Wahrheit sehr bewusst. Wir möchten, dass ihr die Entwicklung eures Bewusstseins auf eine Art und Weise erleben könnt, die der unseren näher kommt, denn wir genießen die Fahrt hier in der neunten Dimension und die meiste Zeit genießt ihr eure Fahrt nicht. Ein großer Teil des Schmerzes und des Kampfes, den ihr dort erlebt, ist auf die Programmierung zurückzuführen, die ihr als eure Überzeugungen übernommen habt. Und das ist etwas, bei dem wir euch gerne helfen würden. Eine der schwerwiegenderen Überzeugungen, die wir euch alle mit sich herumschleppen sehen, ist die, dass ihr jetzt etwas tun sollt, was ihr nicht tut. Ihr neigt dazu, euch auf das zu konzentrieren, was in eurem Leben nicht geschieht, und ihr neigt dazu, euch selbst sehr hart für das zu beurteilen, was ihr nicht erreicht. Wenn ihr wisst, dass ihr ein Ziel für euch selbst habt, ist das noch schlimmer, als wenn ihr nur das Gefühl habt, dass ihr etwas tun sollt, was ihr nicht tut. Das ist etwas, was sich für euch noch schlimmer anfühlt. Es ist nicht von Natur aus schlimmer. Das ist nur, wie ihr es erlebt. Wir sind hier, um euch zu helfen. Wir sind hier, um euch alle daran zu erinnern, dass die einzige Aufgabe des Lichts darin besteht, zu leuchten. Das Einzige, worauf ihr euch konzentrieren müsst, ist, das Licht in euch zu finden und es so hell wie möglich leuchten zu lassen. Wir können bereits sehen, dass euer Geist daran arbeitet. Ihr werdet zu uns sagen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, wie kann ich also dieses Licht ausstrahlen? Die Wahrheit ist, dass es nicht darum geht, etwas zu tun, sondern darum, das Licht zu erhellen. Es ist ein Gefühl, es ist eine Schwingung, es ist etwas, das ihr von eurem Zentrum aus ausstrahlt, von eurem Innersten aus. Und alles, was ihr tun müsst, um dieses Licht zum Leuchten zu bringen, ist, euch darauf zu konzentrieren. Konzentriert euch innerhalb eurer selbst auf die Wahrheit, dass ihr ein Quellenergiewesen seid. Und als eine erwachte Seele kannst du das tun und du kannst die Liebe und das Licht der Quelle fühlen, die durch dich fließt. Und wenn du das tust, fühlen es auch andere. Andere greifen diese Wahrheit auf. Du wirst dann zu einem, der die Menschen um dich herum und den Rest des Kollektivs aktiviert.
und das ist genug. Dass ihr das Licht seid, dass ihr wisst, dass ihr das Licht seid und dass ihr dann euer Licht erhält, reicht aus, um eure Agenda für jeden Tag und für dieses ganze Leben aufzustellen. Bitte lasst euch selbst vom Haken. Dafür seid ihr gekommen. Alles andere ist nur der Ausdruck des Lichtes, das ihr fühlt. Und es wird im Moment ganz natürlich zu euch kommen. Also macht euch keinen Moment lang Gedanken darüber, was es ist und ob ihr es tut. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.